Glück auf, herzlich willkommen zum Legenden-Talk. Nach der Corona-Pause sind wir wieder hier für euch bei Abi in seinem Sportshop. Hallo Abi. Hallo. Zurück hier und das zum letzten Mal. Warum? Ja, wir haben eine Überraschung für euch und wir werden also was anderes machen. Und ja, lasst euch mal überraschen zur nächsten Sendung. Lade ich euch natürlich alle ein. Und ja, es wird, glaube ich, noch besser als hier bei uns. Und lasst euch alle überraschen und schaltet ein. Jo, das heißt also, wir machen nach jedem der letzten Spiele dieses unglaublich spannenden Saisonendspurts, werden wir uns melden montags und dann eben aus einer neuen Location. Und das gibt eine Kinderüberraschung für alle. Ne? Klaus, hallo. Schön, hallo, dass du da bist. Freue mich. Wie schön war dein Wochenende, so nach dem Sieg am Freitag und den Ergebnissen Samstag, Sonntag? Ja, es konnte nicht schöner sein, sagen wir mal so, weil für uns positiv gelaufen ist. Wir haben in Dresden gewonnen, es war nicht so einfach, aber die Mitkonkurrenten haben Federn gelassen, ob das Werder Bremen ist und das St. Pauli. Und deswegen, und wir haben gewonnen, deswegen war es ein gutes Wochenende für uns. Ja, gucken wir auf die Tabellensituation. Jetzt ist es nur noch 2 Punkte zu Platz 1. Am wichtigsten ist ja eigentlich Platz 2, ne? Für den direkten Aufstieg ist nur noch 1 Punkt. Da haben wir auch sogar eine leicht bessere Tordifferenz. Wie seht ihr die Situation jetzt, die Chancen vor den letzten 6 Spielen? Ja, ich gehe mal davon aus, was ich ja immer gesagt habe, dass man, wenn man hinten dran ist und nicht ganz vorne ist, hat man einen kleinen Vorteil. Und ich glaube, das Spiel Bremen, was ich gestern gesehen habe, hat man auch bemerkt, dass Bremen mit dem Stress wahrscheinlich nicht ganz so gut zurechtkommt, weil normalerweise, sage ich mal, Sandhausen, die müsstest du eigentlich zu Hause schlagen. Also so stark ist Sandhausen nicht. Und daran kann man sehen, dass Bremen doch ein bisschen anfängt zu zittern. Und das ist unser Vorteil. Und ja, Bremen kommt ja auch noch zu uns. Und dann werden wir mal sehen. Also jetzt haben wir große Möglichkeiten. Ja, nach der Theorie darfst du natürlich erst am letzten Spieltag Erster werden, ne? Ja, ich muss sagen, ja, wir können uns ja zurückerinnern. Wir haben ja zu Hause hier gegen Rostock 4-3 verloren, wo man die 3 Punkte schon ja, mit eingerechnet hat. Also ich werde von Spiel zu Spiel gehen. Es sind schwere Spiele, weil hat man ja jetzt Heidenheim, wo wir am Samstag gegen spielen. Die haben auch gegen Nürnberg gewonnen. Wir sind dann in Darmstadt, haben dann Bremen. Das sind schwere Spiele. Und jetzt ist ja mal die nächsten Wochen die Spiele, die uns zeigen, wo es hingeht. Ja, ich meine, wenn man sieht, St. Pauli hat gegen Dresden nur 1-1 gespielt, Nürnberg hat gegen Dresden nur 1-1 gespielt. Ne? Wir haben das Ding noch gezogen, dank Simon Terodde. Du als alter Kopfballspezialist, wie macht er das Ding denn? Normalerweise köpft man ihn ja dahin, wo die Flanke herkommt, ne? Also in die andere Ecke. Aber hat er das im Rückenmark? Spürt er das, dass der Torwart da so positioniert ist, dass die lange Ecke die richtige war? Ja, ich habe immer, weil so habe ich das trainiert und das hat fast immer funktioniert. Den Ball dahin köpfen, wo er herkommt. Und weil man hat den Torwart am falschen Fuß, weil er macht ja die Bewegung auch nach rechts. Aber alles entscheidend ist, dass der Ball drin ist. Ja, und da kann man auch nicht sagen, der hätte ihn dahin köpfen müssen oder dahin. Wenn er drin ist, war es genau richtig. Ist er nicht drin, hätte ich vielleicht erst nochmal sagen können. Aber wichtig ist, dass er da ist. Der Rode ist für uns der wichtigste Spieler, der an erster Stelle steht in der Torschützenliste, zweite Liga jetzt. Und ja, wenn er kein Tor macht, dann haben wir Schwierigkeiten. Und aber er hat ja gesagt, die letzten beiden Spiele haben wir gewonnen, aber ohne ein Tor von mir, ich war mal wieder dran. Ne? Ja, ich war gut, in der Bringe schuld. Das war jetzt mal 2 Spiele, das kann aber mal sein, gar keine Frage. Aber im Endeffekt ist einer, der um die 25 Tore in der Saison 4 und schießt, ein ganz wichtiger Spieler. Da braucht man gar nicht drüber reden. Und wenn man natürlich mehr Kreativspieler hat, die auch in der Lage sind, Tore zu machen, ja, dann fällt das nicht so auf. Aber das haben wir eben nicht. Wir haben nur Salazar, der Mann umspielen kann, der ein Tor machen kann, der Tor vorbereiten kann
und im Terode. Und man darf sich nicht nur auf Terode verlassen. Auch andere Spieler müssen schauen, dass sie in die Situation kommen, um Tore zu machen. Und das hat uns in den letzten Spielen auch oder vielen Spielen auch gefehlt. Aber die letzten drei Spiele haben wir ja gewonnen. Ich hoffe, das geht so weiter. Aber ich habe es gerade vorhin gesagt, es sind schwere Spiele und man soll nur von Spiel zu Spiel denken. Ja, Abi Dresden war das erwartete Kampfspiel. Ne? Du wirst da von dieser Kulisse mit unter Druck gesetzt, von den Elf in Gelb und Schwarz. Und dann musst du gucken, dass du da dich wehrst. Ne? Haben sie das gut gemacht, die Jungs? Ja, ich fand, sie haben sehr gut gespielt. Sie haben natürlich diesmal meiner Ansicht nach nicht so offensiv gespielt. Und das war vielleicht sogar ein kleiner Vorteil gewesen, dass man die so ein bisschen kommen gelassen hat. Aber im Endeffekt war alles richtig gewesen, was Bujo gemacht hat. Ja. Und dass wir natürlich, die Tore sind das Wichtigste. Und das war natürlich, das ging ruckzuck nachher. Und wenn man dann 2-0 führt, dann ist das natürlich immer ein bisschen einfacher. Dann ist das Selbstvertrauen noch mehr da als vorher schon. Dann spielt man mehr und. Und trotzdem, dass wir dann so in den letzten, weiß nicht, paar Minuten haben wir dann nachher noch einen reinbekommen, haben wir dann auf einmal wieder so ein bisschen angefangen, ja, so rumzueiern. Und da habe ich schon gedacht, oje, hoffentlich kriegen wir nicht noch so ein doofes Tor rein, was ja manche Mannschaften reinkriegen, wenn sie unkonzentriert sind. Das ist zum Glück nicht passiert und ich fand, das war ein klarer Sieg gewesen und man ist sehr selbstbewusst dahingegangen und das hat man auch ein bisschen gemerkt. Ja, die erstaunlichste Zahl, 58% Zweikämpfe gewonnen. Also das ist ein Selt, der gibt es fast nie. Ne? Ja. 58%, das auswärts in Dresden. Das ist egal, wo du spielst. Wenn du keine Zweikämpfe gewinnst, gewinnst du auch keine Spiele. Das ist nun mal so, das war zu unserer Zeit so, ist heute so. Ein ganz wichtiger Punkt war auch, dass volles Haus da war. Der Gegner zu Hause darf er nicht sich hinten reinstellen, sondern er muss was versuchen, nach vorne zu machen. Das kommt uns oder dem Gegner schon auch zugute. Und deswegen würde ich sagen, auch am Samstag, wenn wir von der Hütte spielen, gegen Heidenheim, wir müssen nach vorne spielen. Und da ist ja die Gefahr immer so, dass man ausgekontert wird. Das ist schon oft passiert und wird immer wieder passieren. Aber in erster Linie war es wichtig, dass wir gewonnen haben. 3 Punkte. Und jetzt kommen die entscheidenden Spiele. Und da hoffen wir natürlich alle, dass wir die Spiele gewinnen und dass wir aufsteigen, weil du musst aufsteigen. Ich glaube auch, ja, wenn ich kurz unterbrechen darf, dadurch, dass wir natürlich jetzt so ein bisschen mehr mit der Viererkette spielen, finde ich die Ordnung hinten viel, viel wichtiger und auch viel, viel besser als vorher. Man hat sich vorher immer auf diese 3 Jungs da verlassen, die ich, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal nicht ganz verstanden habe, weil der ein oder andere zu früh rausgelaufen ist. Ich habe immer gesagt, vielleicht hat das mit der Sprache was zu tun, wenn da 3 verschiedene Jungs 3 verschiedene Sprachen haben. Aber ich glaube einfach, die Ordnung, die stimmt wieder. Ja, jetzt weiß wieder jeder, was er zu machen hat. Und da muss jetzt nicht jeder gucken bei einer Dreierkette, macht der das oder mache ich das oder er. Das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen meiner Ansicht nach besser. Ja, die Viererkette, ich würde nichts anderes spielen, weil das hat man ja gesehen mit Fünferkette und so weiter. Zu Hause gehen HSV, Mittelfeld leer, geht nicht. Und ich denke und hoffe, dass wir so weiterspielen, dass wir genug Leute im Mittelfeld haben, dass wir aggressiv in die Zweikämpfe gehen können, um eben da nach vorne zu kommen. Weil wir müssen mit Terode, müssen wir in den Strafraum rein. Ja, er ist kein Konterspieler und deswegen müssen wir schauen, dass wir über außen, dass wir kommen, dass wir gute Bälle reinbringen. Dann macht er mit Sicherheit seine Tore in der zweiten Liga und wir werden dann profitieren von. Jetzt habt ihr beiden zusammen ja ungefähr 1904 Spiele mindestens gemacht, ne? Aber kein einziges gegen Dresden, oder? Nö, die waren ja nicht in der Bundesliga. Und ich habe ja nur in der Bundesliga gespielt. Ich habe in der zweiten Liga nicht gespielt. Und im Europapokal sind wir nur mal gegen Magdeburg
konnten wir spielen und ja, keine über guten die Spiele, über die Spiele wollen wir nicht reden, die Ergebnisse der beiden Spiele, ne? Na, können wir vielleicht gleich im Nebensatz erwähnen, aber die Reise dahin, das war ja was ganz Besonderes damals, ne? Wenn man in die Ostzone durfte, wie es damals genannt wurde, über die Grenze drüber mit all diesen Kontrollen, die es da gab, hinein in die Stadt und dann waren da Hunderte, Tausende Schalke-Fans aus der DDR, die von euch, glaube ich, alles genommen haben, was sie kriegen konnten, ne? Ja, ich habe 75 war mein erstes Tor des Jahres und Charlie Neumann, die haben 10.000 so Poster machen lassen und die haben, ja, der Charlie dann in Magdeburg oder auf dem Weg dahin alle verschenkt. Und ja, weil wir wussten schon, dass wir Schalke 04 ja, viele Fans hat oder hatte in der ehemaligen DDR. Weil Schalke Arbeiterclub, da war ähnlich in ehemaligen DDR. Und ja, von früher her, da hat Schalke einen großen Namen gehabt. Und dann sind wir da hingekommen und da war der Teufel los. Da waren vorher schon mal Bayern München und Borussia Mönchengladbach da und da sagten die in Magdeburg hinterher, die waren total arrogant, aber die Schalker, die sind angekommen und haben uns in den Arm genommen, ne? Und wir haben die in den Arm genommen. Ja. Also offensichtlich war da gleich eine gute Situation, am Bahnhof sind die Schalke-Fans schon empfangen worden und statt auf eine Mappe gab es irgendwie Geschenke gegenseitig und Bierchen zusammen. Ja, wir sind ja mit dem Bus rübergefahren. Ja, genau. Und da waren hinter der Grenze, da wurde schon verteilt, ja, da waren die Leute alle begeistert, dass sie solche Poster bekommen haben. Also habt ihr die Geschichte? Charlie hat dafür gesorgt, ja, dass wir da genau gut angekommen sind. Unter anderem hat der Charlie natürlich wirklich sehr viel Poster verschenkt und gemacht. Also die Leute, die waren begeistert, als wir da hinkamen. Und ja, vielleicht auch deswegen war ja auch, wir sind ja ziemlich normale Jungs und wir waren keine arroganten Jungs gewesen, sondern wir haben mit jedem da gesprochen, der uns angesprochen hat. Auch trotzdem, dass es ein wichtiges Spiel für uns war, haben wir uns also meiner Ansicht nach gut verkauft da. Wir haben probiert, die Leute hier mit denen zu reden oder auch mal so irgendwann ein Geschenk zu geben, weil wir auch wussten, dass das da zu dem Zeitpunkt noch nicht viel war. Und Charlie hat ja nicht nur Souvenirs verkauft, sondern auch ein Ehepaar aus Karl-Marx-Stadt, also heute Chemnitz, vor der Stasi gerettet. Ne? Habt ihr was von mitbekommen im Hotel? Im Mannschaftshotel war das? Nee, das höre ich zum ersten Mal, das weiß ich nicht. Weiß ich, ob ich was? Charlie, der hat viele Sachen gemacht, aber da wusste ich auch nicht. Die waren zu Besuch im Hotel und hat er gesagt, kommt, ihr könnt doch hier pennen. Und das war verboten, weil das ein Interhotel war, wo nur internationale Gäste absteigen durften. Und dann stand die Stasi vor der Tür am nächsten Morgen und wollte die beiden einkassieren. Ne? Und dann hat Charlie, ich meine, wir alle kennen Charlie ihn den, und den von der Stasi ein paar Poster gegeben oder und irgendwas Ohr, und haben gesagt, ne, das Ohr abgequasselt und hat die beiden vor dem Zugriff gerettet. Ja, das ist super von Charlie. Ja, jetzt sagen wir noch eben die Ergebnisse. 2-4 in Magdeburg nach 2-2 zwischendurch und dann 1-3 zu Hause ausgekontert, da war ich auch schon dabei. Beim Heimspiel gegen Magdeburg, das war auch nicht so schön, aber naja, die waren glücklich. Ne? Und die waren glücklich gewesen, wir aber leider nicht. Aber wie gesagt, wir hatten auch viele Verletzte gehabt. Und ja, wir hatten sehr viele junge Spieler auch. Ich war ja auch noch jung gewesen, aber wir hatten trotzdem noch viele junge Spieler dabei gehabt, die noch jünger waren als ich. Und ja, das man darf auch nicht vergessen, die hatten auch eine gute Truppe gehabt. Ja, die haben ein paar sehr gute Spieler dabei gehabt. Joachim Streich, ja, also, Jürgen Sparwasser. Ja, also das waren auch alle Jungs, die auch irgendwo in der Bundesliga gut gespielt hätten. Ja, also man hat es ja im Nachhinein gesehen, wo sie alle gespielt haben. Ne? Ob das Sammer war oder Kirsten war. Also man hat gesehen, dass sie alle kicken konnten. Und ja, also wir haben es auch nicht auf die leichte Schulter genommen, da muss man auch sagen, aber wir haben einfach zu viel Pech gehabt ein bisschen, weil wir sehr viel Verletzte hatten. Das muss man einfach so sehen. Gut, und trotzdem, man muss einfach sagen, wenn man zwei Spiele verliert, 4-2 und 3-1, waren einfach besser. Natürlich hat Abi ja gerade gesagt, dass ein paar Umstände da waren, verletzte Spieler. Tanne war hinten als Abwehrorganisator. Ja, Wichtel war der wichtigste Mann hinten. Da Tanne, ja, das war sensationell, wo der Ball hinkam, stand der schon. Das ist wie der Hase und der Igel, so ungefähr. Und
der fällt natürlich an allen Ecken und Enden. Da muss ein anderer Spieler muss dann Libero spielen, muss andere Positionen spielen. Und ja, das ist einfach, hat einfach nicht geklappt. Und ja, muss man gratulieren, das haben wir getan. Wichtig wäre jetzt, dass wir nächste Saison nicht wieder gegen Magdeburg spielen, weil die werden aufsteigen in die zweite Liga, aber wir wollen ja einen höher und dazu müssen wir gegen Heidenheim gewinnen. Ja, was ist das für eine Truppe? Wenn ich mich an das Hinspiel erinnere, was man so sehen konnte im Nebel, ne, das war ja total vernebelt, die Nummer. 90. Minute, Freistoß, Kopfball, verloren. Also Heidenheim erinnert mich immer, was ich ja schon mal gesagt habe, Heidenheim erinnert mich immer so ein bisschen an Freiburg, die eigentlich auch immer Spiele abgeben, aber die irgendwie sich immer eine tolle Truppe zusammenwürfeln. Aber ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich Schmidt, ist das ein Diamantenauge, wahrscheinlich unterschätzt man diesen Mann auch. Ich persönlich finde, wenn einer so lange in einem Verein arbeitet, dann muss er was können. Ja, und deswegen wollen die Leute auch wahrscheinlich nicht haben, dass der geht, weil er macht sehr, sehr gute Arbeit, das muss man wirklich sagen. Und man soll die auch nicht unterschätzen, auch wenn die mal im Mittelfeld spielen, aber die gewinnen Spiele, wo auch keiner mitrechnet und vor allen Dingen zu Hause. Und also ich glaube, ja, wir werden die nicht unterschätzen, sie sind knapp hinter uns. Fünf Punkte. Ja, fünf Punkte von der Tabelle auch. Und der macht da gute Arbeit, über Jahre schon. Ja, und seit 2007 ist der Trainer da, Frank Schmidt. Und da wird eine Truppe auflaufen, wo jeder für jeden da ist. Ja, die werden kämpfen ohne Ende und haben ein paar Spieler drin, haben wir gesehen. Die Tore, die sie gemacht haben, perfekt. Und deswegen wird es ein verdammt schweres Spiel. Und wenn wir dieses Spiel gewinnen, ja, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, weil die anderen spielen auch gegeneinander. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Spiele sind dann. St. Pauli gegen Bremen, ja, Nürnberg gegen Darmstadt, ja, wir gegen Heidenheim. Also Nürnberg die ersten gegen sechs Darmstadt, ne? Ja, das ist spielen gegeneinander. Ganz wichtig. Und, aber, wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir die nicht in Konter einladen. Und wir werden immer Chancen bekommen. Und ja, ich kann nur hoffen, dass wir das Spiel gewinnen. Ihr wart ja damals in den 70ern auch eine Mannschaft, die sehr spielstark war, ne? Die immer Fußball spielen wollte, Direktpass und schnell nach vorne und so. Und jetzt ist Heidenheim ja eine von diesen typischen Zweitligatruppen wie Karlsruhe, wie Darmstadt, die dich so von einem Zweikampf in den nächsten ziehen. Ne? Bei Heidenheim sind, glaube ich, fünf Mann über 1,90, viele hohe Bälle nach vorne und dann ablegen und so weiter. Wie schafft man es da, sein eigenes Spiel durchzukriegen und sich nicht da reinziehen zu lassen in diese Zweikampforgien? Ja, ich würde sagen, einfach so weiterspielen, wie sie die ganze Zeit gespielt haben. Ob jetzt einer groß oder klein ist, das ist eigentlich egal, weil im Endeffekt geht es nur bei Standards. Da muss man alle ein bisschen aufpassen, weil ich glaube schon, wenn man da die richtige Zuordnung hat, wir haben ja auch ein paar anständig große Jungs drin, die alle köpfen können. Das ist wenn eine gute Zuordnung ist, dann passiert auch in den Standardsituationen nicht. Ich glaube trotzdem, dass unsere Mannschaft stärker ist, rein fußballerisch stärker ist. Man darf natürlich nicht, und wie der Klaus schon gesagt hat, sie unterschätzen, weil wenn man hinten aufmacht, dass man dann eventuell den einen oder anderen Konter reinläuft. Aber ich bin also davon überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden und ich glaube sogar einigermaßen höher, als wir glauben. Ich glaube auch, dass wir schon Pressing spielen müssen. Weil es ist immer schwer, wenn eine Mannschaft gut Pressing spielt, sich da zu befreien. Wenn wir uns zurückziehen, ist es immer gefährlich. Die Bälle kommen in den Strafraum rein, haben große Spieler, können ja Kopfballtore machen. Deswegen, das sieht man immer wieder, die Mannschaft, die gut presst, verleitet den Gegner zu Fehlern. Und aus Fehlern entstehen dann die Tore, wo die Möglichkeit, dann bist du schnell im Strafraum, wo wir unsere Gefahr, wo wir gefährlich sind mit Terrori und so weiter. Und jetzt deswegen kriegen wir sogar Elfmeter. Sogar Elfmeter, die erste Elfmeter seit so. Ja, wo so dann einer war, ne? Da muss man ja auch sagen. Ja. Aber da waren sie auch genau, wie du gerade sagtest, natürlich gut gepresst haben. Ja. Ja, den Ball erobert. Es ist immer gefährlich. Es ist immer gefährlich, Metern, wenn du früh presst und fängst den Ball ab und dann geht es schnell im Strafraum. Dann ist es immer, du kannst immer Elfmeter geben. Die Gefahr ist da für den Gegner.
dass eben der Rote fackelt ja nicht lange. Er weiß ja, wo das Tor steht. Das haben wir wieder gesehen. Und deswegen, ja, je öfter wir reinkommen, desto besser, weil dann ist seine Gefährlichkeit, kann er dann ausspielen. In diesem Sinne, die Gefährlichkeit von Terodde wollen wir gerne ausgespielt haben am Samstag Mittag gegen Heidenheim. Und ich sage vielen Dank, Klaus Fischer, vielen Dank, Rüdiger Brandschick. Und wir sehen uns wieder am nächsten Montag aus. Ach nee, darf ich ja nicht sagen. Tschüss und Glück auf. Glück auf. Tschüss.